Kraft und Sicht Gaming ist am Start. In diesem Video zeige ich dir, wie du viel geilere Bilder von deinen Autos machen kannst. Nach dem Intro geht's los. So, also, mir ist aufgefallen, dass die meisten Leute, wenn die Bilder machen von ihren Autos, die halt vielleicht cool aussehen, die machen einfach so einfache Bilder mit der, ich sag mal, mit dem Smartphone hier in dem Spiel selber, ne? Die gehen dann einfach hier drauf, nehmen diese Snapmatic-Kamera und fangen dann an, hier die Bilder irgendwie zu machen. Sieht jetzt blöd aus, weil ich hier drin sitze, war jetzt auch nur ein Beispiel. Fakt ist, ihr könnt halt viel, viel geilere Bilder machen, indem ihr den Editor-Modus benutzt. Und das wollte ich euch einmal kurz zeigen. Das könnt ihr dann halt für Instagram benutzen, Facebook, Discord, egal wo. Das ist halt viel, viel cooler und von der Qualität auch viel, viel besser. Jetzt zeige ich euch mal ein paar Beispiele oder Dinge, die ihr beachten müsst. Ganz wichtig finde ich immer, man sollte nie gegen die Sonne fotografieren, beziehungsweise die Aufnahmen machen, ne? Also ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel, da werdet ihr auch hinterher dann genauer sehen im Video. Wenn ich das Auto jetzt zum Beispiel andersrum hinstellen würde, oder ich würde jetzt einfach so stehen und dann von hier aus fotografieren, dann ist es immer blöd. Aber das erkläre ich euch dann gleich noch, wenn wir die Aufnahme machen. So, also letztendlich, ich stelle einfach das Auto, ich sage jetzt mal hier hin. Cooler wäre jetzt auch gewesen, wenn ich den Wagen anders gestellt hätte und hätte dann im Hintergrund den Heli. Das kann man alles machen. Nur ist halt blöd, jetzt müsste ich warten, bis die Sonne rumgeht. Ich wollte euch ja grundsätzlich einfach nur zeigen, wie man das macht. So, das heißt, ihr stellt euer Auto in die gewünschte Position, sucht euch vorher eine coole Location, guckt oder achtet am besten darauf, dass das Auto dass es nicht beschädigt ist, weil sowas sieht natürlich immer blöd aus. Im Idealfall könnt ihr den ja noch stanzen, also tiefer legen mit der Waffe. Da habe ich auch ein Video zu gemacht, werde ich hier oben verlinken. So, dann ist immer ganz wichtig, dass ihr genügend Abstand zum Auto habt, dass ihr hinterher, wenn ihr das Foto machen wollt, nicht euch selber im Weg steht. Und was auch ganz wichtig ist, niemals, wenn ihr die Aufnahme macht, in dieser Ego-Perspektive gehen. Also so, wäre blöd, weil dann könnt ihr dahinter nicht bearbeiten. Deswegen einfach ganz normal die Ansicht und dann ruhig ein paar Meter zurückgehen, weil ihr habt hinterher einen gewissen Umkreis, den ihr nutzen könnt. Da könnt ihr dann aus allen Perspektiven richtig coole Fotos machen. So, ihr haltet die, also ich bin jetzt im Online-Modus, ihr haltet die Steuerungstaste nach unten gedrückt, also die Pfeiltaste, und dann seht ihr unten links Aufnahme starten. Einfach X drücken und dann seht ihr die Aufnahme unten links, dieser Balken, der sich dann langsam füllt. Da könnt ihr ein paar Sekunden abwarten und dann macht ihr das gleiche nochmal, Pfeiltaste nach unten gedrückt halten, und dann könnt ihr die Aufnahme speichern. So, jetzt haben wir die erste Aufnahme gespeichert. Guck mal, ob ich jetzt, na gut, jetzt regnet es, sonst hätte ich vielleicht noch eine zweite Aufnahme gemacht, aber ich sag mal, fürs Erste wird das ja reichen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Editor-Modus. Dafür drückt ihr Start, geht dann ganz oben, einen Moment, geht auf Online und dann geht ihr erstmal auf GTA Online verlassen, bestätigt das Ganze mit X. Und wenn ihr dann im Offline-Modus gespawnt seid oder wenn es geladen hat, dann drückt ihr wieder Start und geht dann in den Editor-Modus. Da sehen wir uns gleich wieder. So, also seid ihr hier in dem Offline-Modus gelandet, drückt ihr Start, geht ganz einfach oben mit R1, wählt ihr den Rockstar Editor aus. Und dann habt ihr hier oben einmal stehen, ein neues Projekt erstellen. Da drückt ihr einmal X. Dann fragt ihr nochmal, seid ihr sicher? Jo. Und dann könnt ihr oben einen Clip hinzufügen. Drückt einmal X. Dann müsst ihr nochmal X drücken und dann könnt ihr hier eure Clips auswählen. Also die kleinen Aufnahmen, die ihr gemacht habt. Und jetzt geht es eigentlich los. Da drückt ihr, ich drücke jetzt auf den ersten in dem Fall, weil da wollte ich ja dann das Foto von machen. So, einen Moment. Kleiner Blick. So, dann drückt ihr einmal einfach X, weil ihr das Ganze ja bearbeiten wollt.
dauert leider manchmal ein kleines bisschen, aber also ich sag mal so ein paar Sekunden. So, dann seid ihr hier angekommen. Jetzt seht ihr schon oben einige Sachen, die ihr einstellen könnt oder verändern. Als erstes gehen wir auf Kameras. Dann könnt ihr wählen Spielkamera oder freie Kamera. Wir nehmen die freie Kamera, gehen dann auf Kamera bearbeiten. Und jetzt ist es am Anfang vielleicht ein bisschen ungewohnt. Jetzt habt ihr unten so viele Sachen, die ihr da machen könnt. Zoom und die Höhe verstellen und ja, die Bewegung und so weiter. Wenn ihr euch damit so ein bisschen befasst oder beschäftigt, dann könnt ihr richtig viel damit machen und dann irgendwann macht das auch richtig Spaß oder ich sag jetzt mal, da macht es richtig Bock, dann könnt ihr richtig gute Bilder machen. So, jetzt seht ihr zum Beispiel, was für einen Umkreis ich hier habe, wo ich mich bewegen kann. Und dann wird es rot angezeigt. Ne? Also in dem Umkreis könnt ihr euch bewegen. Da unten stand es auch. Du hast die maximale Reichweite der freien Kamera erreicht. Also in diesem Kreis können wir uns überall bewegen. Ich könnte jetzt sogar auch, ich glaube, ich kann auch hier reinfliegen, könnte sogar aus dem Heli raus ein Foto machen. Also gibt es echt so viele Möglichkeiten. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr das mal ausprobiert. So, jetzt haben wir hier das, was ich vorhin sagte. Wenn ein Auto jetzt so steht, ich sag jetzt mal von da hinten irgendwo kommt die Sonne, dann wird das ein bisschen blöd aussehen, weil man sieht dann gar nicht so richtig die Linie und den Lack und so weiter. Deswegen mache ich das Ganze jetzt einfach von dieser Seite. So, dann habt ihr die Möglichkeit, ihr könnt mit R2 könnt ihr noch ein bisschen reinzoomen. Da würde ich euch aber empfehlen, macht das nicht zu weit, weil sonst irgendwann habt ihr da so kleine, ich sag mal, Fliegen und so komischen, ich sag so Pigmente oder so. Das sieht immer blöd aus. Ich mache das meistens so, ich sag mal, bis 1.8 oder so. Ne? So, dann könnt ihr noch immer noch, ohne ranzuzoomen, könnt ihr dann immer noch die Kamera verändern, näher rangehen, so wie ihr das haben möchtet. Und dann könnt ihr halt ein bisschen spielen. Ne? Ihr könnt entweder aus dieser Perspektive ein Foto machen, von ganz unten. Da müsst ihr dann natürlich selber entscheiden, was für euch am schönsten ist. So, jetzt mache ich einfach mal ein Beispiel. Ihr könnt auch, wenn das Auto ein bisschen schräg sein soll, ihr könnt auch dann drehen, könnt so ein Foto machen oder auch so. Ne? So, jetzt suche ich mal eine Position. Wichtig ist auch, wenn ihr rangezoomt habt, jetzt seht ihr in der Mitte dieses Viereck. Außenrum ist so ein gestrichelter Kreis. Das sieht man jetzt hier nicht so gut. Aber dieser Kreis, das ist der Fokus. Das heißt, wenn ich jetzt dahin halte, dann ist natürlich das Heck im Fokus und vorne nicht mehr so ganz. Aber wenn ihr euch, wie gesagt, damit so ein bisschen euch das, also das Ganze mal anguckt und ausprobiert, dann werdet ihr ruckzuck alles selber verstehen, wie das funktioniert. Ne? So, soll jetzt hier nur ein Beispielbild werden. Wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt dafür und eine coole Location findet, dann könnt ihr richtig Knallerbilder machen. So, jetzt habe ich das so ausgewählt. Dann drückt ihr einmal Kreis. Dann könnt ihr nochmal Kreis drücken und dann habt ihr zum Beispiel hier die Schärfentiefe. Ist auch immer ganz cool. Dann wähle ich jetzt zum Beispiel die eigene und kann dann hier ein bisschen verstellen. Und jetzt seht ihr schon, wie der Hintergrund immer unschärfer wird, was natürlich auch manchmal ein cooler Effekt ist. Ne? Zu viel ist dann auch nicht gut, das wäre dann verschlimmbessern, sage ich jetzt mal, weil immer viel hilft nicht viel. Ne? Das müsst ihr aber alles, ist euer Geschmack, müsst ihr selber wissen. Ich lasse das jetzt mal so stehen, dann drücke ich Kreis und drücke jetzt den linken Stick und den rechten Stick drücke ich einmal rein und dann seht ihr, jetzt habe ich hier nichts mehr im Bild und kann dann die Share-Taste drücken. Und drückt dann einfach Dreieck und habt das Ganze als Screenshot gespeichert. So, dann könnt ihr wieder die Sticks reindrücken und dann könnt ihr halt weitermachen. Ne? Könnt wieder auf Kameras gehen, Kamera bearbeiten und könnt auch sagen, jetzt mache ich von dem Auto, mache ich nochmal von hier ein Bild. Und ja, so läuft das Ganze. Ne? Da wollte ich euch einfach mal ganz kurz einen kurzen Video zeigen, weil ich das Gefühl hatte, dass es eigentlich noch nicht allzu viele Leute wissen, obwohl das Spiel schon seit 2013 draußen ist. Wie gesagt, also ihr habt echt Möglichkeiten ohne Ende, könnt richtig euch selber irgendwelche Ideen einfallen lassen, richtig coole Locations raussuchen. Also die hier Los Santos ist groß genug, also da gibt es einige coole Locations.
Und da könnt ihr dann echt eure Kollegen beeindrucken oder einfach halt Bilder posten und macht echt viel, viel einen geileren Eindruck, sage ich jetzt mal. Das war's auch eigentlich schon, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Und ansonsten bleibt gesund, haut rein, ich bin raus. Ciao. Know a couple shooters that hit you on the block. In the generator, but I hit you with a mop. Better watch your friends, they quick to turn the odds.